Moin Leute, willkommen bei Hunting Fly. Wieder unterwegs am Wallensteingraben. Heute mal ein anderer Abschnitt. Letztes Mal war ich an der Papierfabrik, jetzt bin ich noch ein bisschen weiter zur Bundesstraße rübergegangen. Hier ist eine kleine Fischtreppe und das schauen wir uns jetzt mal von Dichten an. Ja, mal ganz nett aus. Ich folge jetzt hier einfach mal so den Trampelfaden. Der Abschnitt hier darf nur stromaufwärts von der rechten Seite befischt werden. Müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Links ist Industrie, Gewerbe. An der Stelle ist nur ein Barsch als Nachläufer mal auf Nymph hoch, deswegen weiter geht's. Hier eine interessante Stelle an dem markierten Baum, darunter sind die Wurzeln tief ausgespült, da ist ein deutlicher Pool. Fisch zurückgesetzt, aber als nächstes drücke ich mir den Widerhaken an, denn ich habe so viele kleine Fische in letzter Zeit gefangen, dass das Risiko einfach zu groß ist, die irgendwie doch zu verletzen, und gerade bei den kleinen Fischen, die sind doch relativ weich mit ihrem Rückgrat. Deswegen würde ich auch euch empfehlen, drückt die Widerhaken an. So viele Fische gehen dadurch nicht verloren. Für mich war ganz interessant, dass hier an genau derselben Stelle Barsche und Rotfedern gesessen haben. Die hatten auch eine unterschiedliche Größe. Ich habe sie mehrmals angeworfen und ich war nie weit weg. Ich würde sagen so 3 Meter Distanz, 4 Meter maximal, und bin auch im Baum hängen geblieben. Das hat die alles nicht verscheucht. Die fühlen sich so sicher in ihrem tief unterspülten Bereich dort. Nicht überraschende Erkenntnis, aktiv geführt bringt Barsche, passiv Flötz. Der Bereich, wo ich eben gefischt habe, hinten deutlich tiefer gewesen. Deswegen standen da wahrscheinlich auch so viele Fische. Da hinten kommt auch eine schöne Stelle. Trifft die Strömung mit Geschwindigkeit auf die Kurve. Mal sehen, was da los ist. Ich werde die mal auch von hier hinten anwerfen. Leider ist der Akku gleich alle. Hier an der Stelle, hier ist es super tief ausgespült. Wieder das gleiche, schnell eingezupft die Nymphe, kommen die Barsche, auch hier so ist 15 cm vielleicht, war glaube ich der größte, und sonst nur Nachläufer. Ich habe noch nicht mehr geschafft abzugehen, hier ist noch eine Menge vor uns. Ich denke, hier ist noch was drin zu finden und unsere Forellen kriegen wir schon auch noch. Interessant. Bis zum nächsten Mal. Hendrik von Hunting Fly.